So, Leute, ihr seht schon, es strahlt, es glitzert, es ist super reflektierend. Es ist auch beim Transport schon leicht beschädigt worden. Ich habe ein Double Master Display bekommen. So, das möchte ich mit euch jetzt hier öffnen. Und, na komm. Jawohl. So viel Müll. Heilige Kacke, wie viel Müll das doch ist. Oh, noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Und, ja, Double Masters seit heute draußen, glaube ich. Ein Double Box Topper, den tun wir zur Seite. Öffnen wir irgendwann zwischendrin. Und die Booster sind schwer durcheinander geworfen. Na komm, lassen sich überhaupt nicht gut da rausholen. Also gerade die letzte Reihe ist irgendwie verklemmt. Ja, so. Double Masters Display Box kann dann auch mal verschwinden. Ich finde die Masters Display Boxen so richtig hässlich immer. So, dann gucken wir uns mal an. Wie immer bei... Na. Machen wir es hier. Wie immer bei Display Openings, ich gucke mir nur die Uncams ein bisschen an und übergehe die Cams relativ zügig. Auch wenn ich beim ersten Mal so ein bisschen noch durchgucke. Aber zum Beispiel für die Ursa-Tower. Aber dann kommen wir zu den Uncams. Topter Engineering, Dramana 1-3. Wenn es ins Spielfeld kommt, kreiert man 1-1 Topter. Alle Artefaktkreaturen, die man kontrolliert, haben Eile. Okay. Ist es Charm. Ein rotes, ein blaues. Man countert einen Nicht-Kreaturenzauber, seine Bärscher zahlt 2 Mana. Man fügt 2 Schaden der Kreatur zu oder man zieht 2 Karten, wirft 2 Karten ab. Ash Baron. Tappen für ein farbloses oder Basic Land Cycling. Wird im Legacy sogar gespielt. Und unsere erste Rare ist Wound Refraction. Für ein schwarzes Enchantment. Zu Beginn des Endsteps verliert jeder Spieler nochmal so viel Leben, wie er verloren hat. Ja. Nice. Und eine Walking Ballista. Wow, geil. Das ist nice. 3 Mana, XX00. So, oh Gott. Ja, werd mal wach, Blacky. Danke. Kommt mit X +1/+1 Marke ins Spiel. 4 Mana. Man legt eine +1/+1 Marke drauf. Man kann eine +1/+1 Marke runternehmen und einen Schaden auf irgendeinen Target zufügen. Ganz cooles Teil. Ganz, ganz cooles Teil. Unsere erste Foil ist der Relic Runner. Dismantle. Bei den Foils gehe ich dann auch nur noch auf die Rares ein. So, gehen wir weiter. Gucken wir mal weiter. Kamen. Ankam. Veteran Explorer. Ein grünes Mana 1-1. Wenn er stirbt, kann man dann sein Deck nach jeder Spieler sein Deck nach 2 Standardländern durchsuchen und sie ins Spiel bringen. Enttappt. Sentinel of Pearl Trident. 5 Mana 3-3 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilt man eine Historic Permanent, die man kontrolliert. Und dann kommt das wieder am nächsten Endstep. Okay. Springleaf Charm. 1 Mana Artefakt. Tappen. Man tappt eine ungetappte Kreatur, kriegt eine Mana-beliebige Farbe. Reshape. 2 Blau und X. Als zusätzliche Kosten opfert man ein Artefakt und durchsucht sein Deck nach einer Karte, die X Mana kostet oder weniger. Habe ich früher gespielt in Topter Funnery Decks. Endless Atlas. 2 Mana Artefakt, 2 Mana, man zieht eine Karte, kann man nur machen, wenn man 3 oder mehr Länder mit demselben Namen hat. Okay. Whatever. Chromatic Star in voll. Hübsch. Bone Picker. Und Angel. Die sind nicht double-sided. Okay. Okay. Bisher mittelmäßig. Die Ballista ist ganz cool, aber ist jetzt auch irgendwie mittlerweile gebannt, weil ich mitgekriegt habe. In Pioneer. Dementsprechend. Flickerwisp. 3 Mana 3-1 fliegend. Wenn es ins Spielfeld kommt, entfernt man ein permanentes bis zum Ende des nächsten Zuges. Bis zur nächsten Endstep. So. Death Reap Ritual. 4 Mana Enchantment mit Morbid. Und am Ende des Zuges, wenn eine Kreatur gestorben ist, darf man eine Karte ziehen. Lightning Reefs. Die sind hier drin. 2 Mana Artefakt. Die ausgerüstete Kreatur hat Eile und Shroud. Wow, geil. Ein Dark Confident, 2 Mana 2-1. Zu Beginn des Upkeeps zeigt man die oberste Karte seines Decks vor. Man verliert Lebenspunkte in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten und nimmt diese Karte dann auf die Hand. Geil. Gute Karte. Mag ich. Bloodsprout Tryranax, 4 Mana 2-2 mit Devourer. Also, wenn er ins Spiel kommt, kann man Kreaturen opfern, beliebig viele, und kriegt so viele +1 Marken. Und jede Kreatur kriegt zusätzlich so viele +1/+1 Marken, kommt die ins Spiel, wie der +1/+1 Marken hat. Okay. Heartless Pillage. Fierce Empath.
Tuk-Tuk the Returned. Dann gehe ich mal, Tuk-Tuk the Returned. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier Tuk-Tuk auch drin ist. Weil Tuk-Tuk ist awesome. Spellbomb. Ravenous Intruder. 2-1-2. Man kann Artefakt opfern, um den +2/+2 zumindest zuzugeben. Okay. Galvanic Blast. Ein Mana fügt man 2 Schaden zu, es sei denn man hat Metalcraft, dann fügt man 4 Schaden zu. Thief of the Fundry, 3-2-3, alle Artefakt-Kreaturen kriegen +1/+1. Ich habe da so ein Theme für das Booster gefunden. Reshape, das hatten wir schon. Leonin Abunas, wow, alles mit Artefakten. 4-2-5, Artefakten, die man kontrolliert haben, Hexproof. Rust Mage, Magnific Glass und ein Elephant. Ja, ansonsten zu Double Masters. Ich mag Double Masters selber nicht so wirklich. Ich mag, dass so viele Reprints drin sind, aber es sind doch zu viele. Also ich denke tatsächlich, da wird Wizards noch lange dran knabbern, dass die jetzt hier so ein krasses Produkt rausgehauen haben. Weil es scheint ja zu gehen, wenn sie wollen. Fetchländer hätten sie auch noch drucken können. Wenn sie wollen. Naja, Discipline of the Vault, 1-1-1. Immer wenn ein Artefakt auf den Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, verliert jeder Gegner ein Leben, ein Gegner eurer Wahl ein Leben, so. Vampire Hexmage. 2-2-1. Man kann den opfern, um alle Counter von einem Permanenten runterzunehmen. Glass Dust Hulk. 5-3-4. Immer wenn ein Artefakt unter eurer Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegt ihr +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und kann diese Runde nicht geblockt werden. Mit Cycling. Rage Reflection. Alle Kreaturen haben Doppelschlag. Und Kemba Karrigant. 3-2-4. Zu Beginn des Abgibs kriegt man einen 2-2 Katzen-Soldier. Für jedes Equipment, was auf der Kemba drauf ist. Cooler Commander. Slick Slicer, Mirror Retriever und Sapolink. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. So. Da sind wir wieder. Ich musste mal gerade warten, bis das Auto vor der Haustür weg war. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, unschön. Unschön. Wir haben Bognify, ein Mana zerstörende Kreatur, kann nicht regeneriert werden. Und der Beherrscher dieser Kreatur kriegt einen 3-3 grünen Affen. Unlicensed Disintegrator. Ein rotes, ein schwarzes, ein farbloses, zerstörende Kreatur. Wenn der Beherrscher ein Artefakt kontrolliert, verliert er nochmal 3 Leben. Springs of the Guild Pact. Du siehst komisch aus. 7-5-5 hat alle Farben. Fliegend und Hexproof from Monocolored. Wow, Hexproof from habe ich auch noch nicht gelesen. Firelit Thicket. Tappen für ein farbloses, ein rotes oder ein grünes. Tappen, man kriegt ein rotes, rotes, rot, blau, grünes, grünes. Dann haben wir ein, was bist du denn? Arid Max Slumbering Island. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. 4-12-12, kommt mit 5 Marken ins Spiel. Solange wieder Marken draufliegen, ist es ein Land, keine Kreatur. Immer wenn du einen Spell cast, nimmst du eine Karte davon runter. Tappen für 2 Mana. Aha. Sanctum Gargoyle, irgendein Automat und ein Soldier. Also da weiß ich gar nicht, wo die Karte her ist, tatsächlich. Naja, was soll man machen? Gucken wir uns das nächste Booster an. Trayman Spector, nicht schlecht. Dismantle, 3-Mana zerstörende Artefakt. Wenn das Artefakt Marken drauf hatte, kriegt man so viele +1/+1 Marken oder Ladungsmarken auf ein Artefakt, das man kontrolliert. Buried Ruins, tappen für ein farbloses, 2-Mana tappen, man bringt ein Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Nicht schlecht. Mishra's Factory ist hier drin, okay. Tappen für ein farbloses, 1-Mana aktiviert man das Ding, wird zum 2-2er. Und man kann es auch tappen, um einen Assembly Worker, er wird zum Assembly Worker, +1/+1 zu geben. Die erste Rare von uns ist Sunforger, 3-Mana Ausrustung, die ausgerüstete Kreatur kriegt +4/+0. Für ein rotes, ein weißes kann man den abrüsten und sein Deck nach einer roten oder weißen Instant durchsuchen, mit Mana-Kosten 4 oder weniger und sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Unsere zweite Rare ist Heartbeat of the Spring, 3-Mana-Enchantment. Immer wenn ein Spieler ein Land für Mana tappt, macht er 1-Mana mehr davon. Apprentice Wizards, Sword of, wow, Sword of Light and Shadow in Foil. 3-Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur kriegt Schutz vor Weiß, Schutz vor Schwarz, +2/+2. Und immer wenn sie dem Gegner Kampfschaden zufügt, kriegt man 3 Leben und bringt eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist eine voll Mythic und ein Wurm, Death Touch Wurm. Die wunderschöne, hier, Name und so. Ja, gut. Haben wir das auch geklärt.
Abrade, okay. Mirror Retriever, Carstone. Echt nicht schlechte Karten. Powerplant. Und dann haben wir einen Painsmith. Zauberer 2-1. Immer wenn man Artefaktzauber spielt, kriegt der +2/+0 und Death Touch bis zum Ende des Zuges. Nicht schlecht. Weapons Trainer. 2-3-2. Andere Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen +1/+0, solange man eine Ausrüstungskarte kontrolliert. Ich dachte, es sind die Ausrüstung. Okay. Was? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ravenous Trap. Die Angaben, die zu rare wurde. Wow. 4 Mana. Wenn der Gegner 3 oder mehr Karten in seinen Friedhof gelegt hat, diese Runde, kann man 0 Mana bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Man exiliert alle Karten aus einem Friedhof von einem Gegner seiner Wahl. Champion of Lamphold. 3 Mana 1/1. Angriff und Stärke sind gleich der... Was? Ah ne, Angriff. Kreaturen mit Angriff weniger als ihre Stärke können diese Kreatur nicht blocken. Ne, generell Kreatur nicht blocken. Wow, ey, die Karte, die macht mich fertig. Und immer wenn eine Kreatur unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr eine 2-1-Marke. Dann haben wir einen Fairy Mechanist und nochmal einen Painsmith und einen Eldrazi Spawn. Ja, jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Gibt es hier dann jetzt auch mehrere Voll-Mythics? Oder gibt es hier nur eine Voll-Mythic? Weil normalerweise hast du ja pro Booster so eine Voll-Rare bzw. Voll-Mythic. Gucken, was das hier gibt. Mirror Retriever. Hier, Aroken Salvager. 4-Mana 2/4. Für 2 Mana kann man ein Artefakt aus seinem Friedhof Mana kosten 1 oder weniger zurück auf die Hand nehmen. Morcrut Banshee, die hatten wir schon mal. Ioniar's Familiar, 4-Mana 2/2. Fliegend, Historic Spells kosten 1 Mana weniger. Und wir haben Fetid Heath. Land, Tappen für Farbloses, Weiß-Schwarz, Filterland. Und Academy Ruins, Tappen für Farbloses. Ein Farbloses, ein Blaues, Tappen, man legt ein Artefakt oben auf sein Deck. Okay. Oh, Spellbomb, Bootleg Champion und Nafe. So, einer noch, dann machen wir mal den Boxtopper. Und dann schalten die Leute eh alle ab. So, dann haben wir einen Master Splicer. 4-Mana 1/1 kommt mit einem 3-3 Golem ins Spiel und Golems kriegen +1/+1. Crab Rotation. Wow, okay, ich wusste auch nicht, dass die hier drin ist. Instant, man kann ein Land opfern und sein Deck nach einem Land durchsuchen und es ins Spiel bringen. Mishra's Bauble. Bin ich froh, dass ich meine verkauft habe. 0-Mana Artefakt. Tappen, opfern, man guckt die oberste Karte von dem Deck zum Spieler seiner Wahl an, man zieht in der nächsten Abkeep eine Karte. Warum lege ich die hier? Adaptive Autonoms. 3-Mana 2/2, wenn ins Spielfeld kommt, sucht man sich einen Kreaturentyp aus, die kriegen den Kreaturentyp obendrauf und alle Kreaturen mit diesem Kreaturentyp kriegen +1/+1. Ein Lord für jede Farbe. Malstrompuls. Ein grünes, ein schwarzes, ein farbloses, man zerstört ein Nichtland-Permanentes und alle Permanenten mit demselben Namen. Devian Salvager Lightning Reefs in Foil. Hübsch. Hübsch, hübsch. So, ich hab's versprochen, Boxstopper. Dürften jetzt 2 sein, oder? Bin ich auch mal gespannt. Ganz, ganz hart gespannt. Wie rum? So rum. Okay. Jetzt. Exploration. Die sind non-foil, okay. Für ein grünes Verzauberung. Man darf ein zusätzliches Land pro Runde spielen. Und. Goblin Guide, ein rotes Mana, 2/2 Eile. Immer wenn er angreift, zeigt der Gegner seine oberste Karte seines Decks vor. Wenn es eine Landkarte ist, nimmt er sie auf die Hand. Ja, das waren so mittelmäßige Boxstopper. Da könnte mehr bei rumkommen. Wesentlich mehr. Und ich denke auch, dass das noch kommt. Team of Battle Rage im Common Slot, okay. Painsmith hatten wir schon. Brimstone Volley, 3 Mana, fügt 3 Schaden an einem Target zu. Mit Morbid fügt man 5 Schaden zu. Cranial Plating, 2 Mana Ausrüstung, eine ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+0 für jedes Artefakt, was man kontrolliert. Für 2 Mana kann man das Ding ausrüsten oder für 1 Mana kann man das Ding ausrüsten. Der Unterschied ist, das kann man als Instant machen. Unsere Mythic ist ein Zend Ripples. Haben die das nicht neulich im Mystery Booster schon gedruckt? Ich bin enttäuscht. 4 Mana 3/3. Zu Beginn des Upkeeps sucht man sich einen Gegner raus und man spielt mit der Hand und mit der Hand vom Gegner noch zusätzlich. Und der kann keine Handkarten spielen. Ich bin enttäuscht, tut mir leid. Was bist du denn? Ion Storm, 3 Mana Enchantment. Für 2 Mana nimmt man eine +1/+1 Marke oder einen Charge Counter von einem Permanenten runter und der fügt 2 Schaden an. Was? Kenne ich nicht. Fumble Magnet, Scavager und ein Klo. Ja, das mit den Zend-Dribblins finde ich ziemlich für den Arsch.
Vor allem die dann auch noch wirklich nochmal in Mythic zu schieben, finde ich unter aller Sau, gerade in so einem Set. Treasure Mage, 3 Mana 2-2, man kann sein Deck durchsuchen nach einer Karte mit Mana Kosten 6 oder höher und sie in die Hand nehmen. Genesis, Galantern's Genesis, für ein grünes und Doppel-X, man kreiert XXX Green Ooze Tokens. Basalt Monolith, 3 Mana, enttappt nicht, man kann ihn für 3 Mana tappen, für 3 Mana enttappen. Gute Karte. Groove, Flooded Groove, wir ziehen auch alle von den Filterländern, oder? Toxic Dealer, oh, nice. 3 Mana Sorcery, als zusätzliche Kosten zahlt man 6 Leben und alle Kreaturen kriegen -6/-6 bis man das zu ist. Ghazul Troll Collector ohne Flickerwisp im Foil. Auch eine schöne Karte. Flickerwisp im Foil ist immer schön. Sollten mehr Leute spielen. Finde ich. Als Flickerwisp im Foil-Spieler. So, dann. Also langsam würde ich mal gerne einen krassen Hit haben. Pyrowild Shaman, den hatten wir schon. Celestia Guildmage. Grün-Blau, Grün-Weiß, 2-2. Für 4 Mana kreiert man Subrolling. Für 4 Mana gibt eine Kreatur. Alle Kreaturen +1/+1 seines Zuges. Was bist du denn? Trouble of the Stature. 3 Mana Instant. Man tappt Permanentes. Wenn es ein Artefakt ist, wird es zerstört. Draw Card. Kenn ich gar nicht. Es sind so viele Karten aus. Wow, okay, hier. Thoughtseize. Ein schwarzes Mana Sorcery. Der Gegner zeigt seine Hand vor. Man nimmt eine Nicht-Land-Karte davon. Der Gegner wirft diese Karte ab. Und man verliert 2 Leben. Das ist die Karte. Riss, auch eine gute Karte. Grün-Weiß ist 1-1. 3 Mana tappen, man kreiert einen weiß-grünen Elfen-Soldier. Oder für 6 Mana tappen kriegt man für jeden Kreatur-Token-Spielstein, den man hat, noch einen Kreaturen-Token-Spielstein, den man hat. Lightning Axe, Goblin, Us. Ja, dort sieht's. Das wollte ich sehen. Davon würde ich jetzt mal gern mehr sehen. Man muss nur meckern. Bei so Booster muss man nur meckern. Jeff's Throne, 2 Mana, Artefakt, tappen, Opfern, Artefakt, Proliferate. Okay, Khorghul Rampager, 4 Mana, 4-4, Trampel für Blood Rush. Für ein rotes und grünes kann man den abwerfen, um eine angreifende Kreatur +4/+4 zu geben. Fatal Push, da, sowas. Instant, man zerstört eine Kreatur, Mana kosten 2 oder weniger. Und mit Revolt zerstört man eine Kreatur mit 4 oder weniger. Time Thieves ist hier drin. Okay. Ein blaues und schwarzes Artefakt tappen, opfert 5 Artefakte, kriegt einen extra Zug. Grim Lavamancer. 1 Mana 1-1. Für ein rotes kann man 2 Karten aus eurem Friedhof exilen und 2 Schaden schießen. Ancient Stirrings sind voll. Hübsch. Blood Prayer und ein Jump Top. Ja, also Ancient Stirrings. Also hier ist echt von vielen Decks was drin. Jetzt Modern Top da, Modern Tron, und so weiter. Stoneforge, Ausrüstung, hier ist echt viel drin. Mal gucken, wie das Set sich tut. Muirsmith, 2 Mana 2-1. Wenn man Artefaktspellen 4 kommt, kann man 1 Mana bezahlen. Wenn man das macht, kriegt man 1-1 Mühe. First to Knowledge, 3 Mana, zieh 3 Karten, wirf 2 Karten ab, es sei denn, du wirfst ein Artefakt ab. Treasure Keeper, den hatten wir schon. Thespian Stage, okay. Tappen für ein farbloses, 2 Mana tappen, die Thespian Stage wird zu einer Kopie von einer Karte eurer Wahl, außer dass sie noch von einem Land dieser Wahl, außer dass der noch diesen Effekt hat. Yora Weatherlight Captain, 4 Mana 3-3, immer wenn man ein Historic Spell spielt, zieht man eine Karte. Okay. Urza's Power Plant in voll. Bin mal gespannt, ob wir ein komplettes Urza's Set zusammenkriegen. Ich hoffe es ja irgendwie. Aber ich glaube nicht dran. So, Drown in Sorrow. Alle Kreaturen kriegen -2/-2 mit Scry für 3 Mana. Valorous Dance. Eine Kreatur wird zerstörbar. Oder man zerstört eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher. Ne, mit Verteidigungsstärke 4 oder höher. Für ein weißes Farbloses. Kal'Thoroth Flame Fiend. 6 Mana 4-4. Wenn ein Spielfeld kommt, kann man ein Artefakt opfern. Wenn man das tut, zügt der 4 Schaden zu, die man aufteilen darf. Diese Karte, ich verstehe nicht, warum die immer noch gedruckt wird. 9 Mana, 7-11, Island Walk, Trample, Shroud, Inkwell Leviathan. Mühe Battles 4. 7 Mana, 4-7. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt man 4 Mühes. Wenn ihr angreift, kann man eine beliebige Anzahl an Mühes tappen und dieser Kreatur +X/+0 geben, gleich die Anzahl an Mühes und X Schaden schießen auf eine Kreatur am Planeswalker. Bloodshot, Ravenous Trap ist unsere Foil Rare. Wow. Ja, so viele Booster haben wir nicht mehr. Mal gucken. Das ist schon mittlerweile schon ein bisschen traurig aktuell. Ich würde ganz gerne noch was Cooles ziehen. Veiler of Akros. 4 Mana Verzauberung, Kreaturen, die ihr kontrolliert.
Aber wenn eine Kreatur unter eurem Kontrolle ins Spielfeld kriegt, kriegen alle Kreaturen plus 1 zu 1 des Zuges. Wilding Jar, 0 Mana Artefakt, opfern, Regenerate Target Artefakt. Hidden Stockpile, 2 Mana Enchantment mit Revolt, also wenn am Ende des Zuges eine Kreatur das Spielfeld verlassen hat, kriegt ihr einen 1-1 Servo-Token und ihr könnt für 1 Mana eine Kreatur opfern, um Scrines zu machen. Well of Ideas, die Karte sagt mir was. 6 Mana Enchantment, wenn sie ins Spielfeld kommt, zieht man 2 Karten. Zu Beginn jedes Spielers Draw Steps zieht dieser eine zusätzliche Karte und zu Beginn von eurem Draw Step zieht ihr 2 zusätzliche Karten. Okay. Was bist du denn? Swiftblade Vindicator, ich weiß gar nicht, wo du her bist. 2 Mana 1-1, Doppelschlag, Wachsamkeit, Trampel. Wo ist die Karte her? Biest ist hübsch. Ja, 6 Booster noch, komm schon. Ich würde echt noch gern was Cooles ziehen. Bitte, danke. Das kann ja nicht angehen. Das kann ja nicht angehen. Bloodshot, Train, 4 Mana 2-3, tappen, fügt man 4 Schaden einer Kreatur zu. Kann man nur aktivieren, wenn der Stärke 4 oder mehr hat. Clone Shell, 5 Mana 2-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man die obersten 4 Karten seines Decks angucken. Man nimmt eine Karte von Face Down und den Rest unter das Deck. Und wenn er stirbt, wird die exilte Karte aufgedeckt. Wenn es eine Kreatur ist, wird es ins Spielfeld gebracht. Top the Foundry, ein blaues und ein weiß-schwarzes Artefakt, 1 Mana, Opfer einer Kreatur, ein Non-Token-Artefakt, so. Oh Gott. Und man kriegt ein 1-1 Top damit fliegend. Und man kriegt ein Leben. Ja, Cascade Bluffs. Rolling Earthquake, ein rotes und X, man fügt X Schaden an Kreaturen zu, die kein Horseman spielen haben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, das merkt man auch, glaube ich, so ein bisschen. Mittlerweile ist das Display ziemlich bad geworden, da ist zwar noch eine Menge drin. Und gerade aus den Camps und Uncamps kann man bestimmt noch eine Menge rausholen, aber dafür, dass das halt so viel krassen Stuff drin hat, bin ich ziemlich enttäuscht, dass hier praktisch nichts drin war. Bisher. Gar nichts. Trash for Treasures, ein rotes, 2 farblose. Als zusätzliche Kosten kann man ein Artefakt opfern, dann bringt man ein Artefakt aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Esperusa, 3 Mana, 4-3. Fliegen, zu Beginn des Versorgungssegments kann man ein Artefakt zurück auf die Hand nehmen. Dann kam hier runter. Ulvenwald Mysteries, 3 Mana Enchantment. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, kann man investigaten. Und man kann einen Clou opfern, um dann immer wenn man einen Clou opfert, kriegt man 1-1 Human Soldier. Ratchet Bomb, 2 Mana Artefakt, tappen für einen Ladungsmarker da drauf, tappen, opfern. Man zerstört alle Permanenten mit so viel Mana Kosten, wie da Ladungsmarken drauf sind. Terrastoda. Ich bin mittlerweile richtig enttäuscht. 8 Mana 9-9, wenn der ins Spielfeld kommt, zerstört man bis zu 3 Non-Creature Permanents, wenn man das macht. Kriegt der Besitzer dieser Karten, jede einzelne Karte, in 3-3 Elefanten für jedes einzelne Ding, was man zerstört. Darksteel X, Spirit, Mühe. Ja, 5 Booster noch. Das ist nicht viel. Von 24, die wir anfänglich aufgemacht haben und wo ich noch richtig gehypt war, ist das hier jetzt mittlerweile so ein bisschen, come on! Irgendwas Geiles muss man da noch finden können. Skullmulcher, 5 Mana 3-3 mit Devourer und wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man jede Karte für jede Karte, die man devourert. Manamorphose, okay. 2 Mana, kriegt 2 Mana beliebiger Farbe, Draw Card. Reclamation Shade, 3 Mana 2-1, wenn ein Spielfeld kommt, zerstört man Artefakt oder Verzauberung. Dark Depths. Snow Legendary Snowland, kommt mit 10 Eismarken ins Spiel, 3 Mana mit einer Eismarke runter. Und wenn da keine Eismarken mehr drauf sind, kreiert man einen 20-20 fliegend unzerstörbaren Avatar-Token. Skitterix, danke, geht doch, Display. Skitterix, 5 Mana, 4-4, fliegend Infect. Für 1 Mana kriegt der Eilips, wenn es zu ist. Für 2 Mana kann man ihn regenerieren. Hinder, auch eine gute Karte. So, jetzt. Die letzten paar reißen es jetzt raus. Müssen ja. Viel schlechter kann es ja nicht werden. Ich bin zu weit. Hier. Dread Return. 4 Mana, man bringt eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Flashback kann man machen, wenn man 3 Kreaturen opfert. Prism hatten wir schon, Assembly hatten wir auch schon, Spells Guide, 2 Mana 0-4, für ein blaues bzw. 2 Leben kann man einen Spell auf den lenken. Greater Good, 4 Mana Verzauberung, man kann eine Kreatur opfern und zieht Karten in Höhe der Power der Kreatur und wirft dann 3 Karten ab. Glaze Fiend, Cryptswaller, Clue. Ja, man merkt, ich gehe noch schnell durch. Ich will jetzt einfach nur noch irgendwas finden, was cool ist, weil das hat mich jetzt doch schon irgendwie hart enttäuscht.
Enlargen hatten wir schon. Oracle hatten wir schon. Darkseid Citadel, unzerstörbares Land. Miss Merrick Orb, 2 Mana. Immer wenn ein permanentes Orb-Controller ins Spiel kommt, immer wenn ein permanentes enttappt wird, muss der Beherrscher dieses permanenten eine Karte millen. So. Avenger of Zendikar, 7 Mana, 5-5. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man so viele 0-1-Token, wie man Länder kontrolliert. Landfall, alle Kreaturen kriegen eine +1/+1 Mark. Alle Plant-Kreaturen. So. Blade Brainstorm in voll, das ist nicht schlecht. Shapeshifter. 2 Stück noch. Ich habe das Gefühl, das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Box. Oval Chase, Daredevil, 4 Mana, 4-2. Wenn Artefakt und Eurotroll ins Spielfeld kommt, kann man denen das im Friedhofzug auf die Hand nehmen. Core Tapper, 2 Mana, tappen für einen Charge Counter auf einen Artefakt, opfern für einen 2 Charge Counter auf einen Artefakt. Onaginata, 1 Mana, kann nur an Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger ausgerüstet werden. Die Kreatur kriegt +3/+0 in Trampel für 2 Mana zum Equippen. Isochron Scepter, 2 Mana Imprint, man, also 2 Mana Artefakt, man imprintet eine Instant-Karte, Mana kosten 2 oder weniger. 2 Mana tappen, man kriegt eine Kopie der Instant-Karte. Bladesplicer, 3 Mana 1-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man 3-3 Golem. Golems haben Erstschlag. Darksteel, Trouble. Komm, jetzt noch voll rare. Noch eine Mythic. Irgendwas Cooles im letzten. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Rush of Knowledge. 5 Mana Sorcery. Man zieht Karten in Höhe der höchsten Mana-Kosten an Permanenten, die man kontrolliert. Hulk. 5 Mana 3-4. Immer wenn der ein Artefakt unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt der +1/+1 und kann nicht geblockt werden bis meines Zuges. Obliate. Das erste. Geil. 2 schwarze, ein farbloses. Wenn es ins Spielfeld kommt, faced man eine Kreatur raus, solange wie das Ding im Spielfeld ist. Krakenwich Crematory. Ich kenne die Karte nicht. 4 Mana 5-4. Wenn sie ins Spielfeld kommt, wirft man eine random Karte ab. Wenn man eine Karte, die so eine Kreaturenkarte abwirft, fügt der so viel Schaden. Wow. Wow, danke. Khan Liberated. 7 Mana, 6 Marken, +4. Man exiliert eine Karte von der Hand von dem Spieler eurer Wahl. -3, man exiliert ein permanentes. -14, man restartet das Game. Sift, Ritual, Cat. Ja. Mittelmäßig bis schlecht. Aber genau deshalb öffne ich die Displays und nicht ihr, hoffe ich. Ich finde Double Masters ist ein cooles Produkt. So zum Öffnen. So Leute wie mich, für den Channel oder sonst was. Ist ganz cool. Wenn man einfach Booster haben will, wenn man just draften möchte, wenn man Spaß haben möchte, gerne. Ja. Ansonsten wissen wir alle, was man machen muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sage. Ciao, ciao.